Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute mal in anderen Gefilden bewegen wir uns. Wir wollen heute Wasserski fahren. Wir sind hier beim Felix auf dem Boot. Hallo Felix. Hi. Ja. Der Pujan ist auch da und die Tanja ist da. Hey. Und wir machen mal ganz anderen Sport. Heute nicht Jogging mit Rosario, sondern Wasserski. Weiter geht's nach dem Intro. So, wir müssen jetzt mal hier, jetzt sind wir gerade aus dem Hafen raus und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas gleich. Der Felix hat mir schon gesagt, dass er jetzt mal... Wow, Alter! Jawohl! Jetzt geht's los! Ja, jetzt sind wir hier ins Wasserskigebiet gefahren. Wir haben noch zwei Passanten hier aufgenommen, hier den Tobi und den Martin, die haben hier getrampt. Genau. Wir wussten nicht, was sie machen, sondern haben gesagt, komm, fahr doch mit, ihr habt Bier dabei, super. Ja, jetzt sind wir gleich hier, ich ziehe mich gleich hier an und dann beginne ich, okay? Okay? Ich hätte gedacht, right? Ausziehen. Du, ausziehen. Ja, ich ziehe mich aus. Achso, siehst du wohl, ja. Los geht's. Ja, los geht's. Sascha macht sich gerade bereit. Ihr habt Glück, hat sich schon umgezogen. Ihr durftet also das Schlimme... Ich fühle mich wie so eine Knackwurst. Sieht doch aus wie eine. Ich fühle mich so eine Knackwurst hier im Glas, so, weißt du? Gleich wird das Boot beinahe kippen, weil Sascha wird ins Wasser springen. Boah, ist das bei dir auch so eng? Nee. Greenpeace also, ist schon informiert. Die brauchen nicht anrücken. Und er stellt sich gleich zum ersten Mal in seinem Leben auf die Wasserski. Zwei Stück an der Zahl. Und wir sind sehr gespannt, ob wir ihn überhaupt gezogen bekommen. Ach so. Ja, dann muss das doch. Das müssen wir reden. Das muss auf jeden Fall, wenn das Walross. Mann, ich so einen Stress jetzt, ich will einfach nur ins Wasser. Ja, dann geh! So, 1, 2, 3, hopp! Was soll die Schnappatmung? Ist die Scheiße kalt! Alter, Simulant! Achtung! Kann man stehen? Nein, ich glaube nicht. Felix, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um den Motor anzulassen und wegzufahren. Ich glaube, ich habe Wasser im Ohr. Cool gemacht, ey! Hast du aus Freude gewunken oder aus Schiss, dass sie dich überfahren? Der kann sich doch an der Badeleiter festhalten. Du musst erstmal die Koordination kriegen hier! Ich hab ihm auch gesagt, der hätte ja auch das Trinkschirm. Ja, so ungefähr. So! Ja! Erstmal da rüberkommen! Lauf doch mit den Schuhen. Hier an Bord haben alle Spaß? Ja. Ja, das ist aber schon. So eine erste Wasserskistunde ist was Besonderes. Man überlegt sich gleich, was man da selber macht. Hat ihm erklärt, dass er zum Start die Schuhe beide unter Wasser haben muss? Verdammte Scheiße! So, jetzt erstmal bist du ein bisschen Standgas, dann guckst du mal und dann geht's los. Ne? Schlaufe im Kopf ist doch gut. Ist das jetzt so gut? Besser oder? So. Geht los! 1, 2! Wow, das macht man nicht so weit. Kommt es doch! Aber leidensfähig ist er. Achtung! Ja, nein!
voll aus den Schieren rausgehauen. Beim nächsten stehe ich, okay. So, nochmal rein. Klein, ne? Was hast du? Ja, ich versuche klein zu bleiben. Und wenn du das Wasser irgendwie, ich muss das Gleichgewicht irgendwie kriegen. Ja. Achtung! Sehr hart. Dann fahr ich langsamer los. Vielleicht, ja, weiß ich. Ich muss schon sehr dagegen halten und dann weiß nicht so genau, wie ich mich bewegen soll. Wie lange habt ihr Zeit? Bis der Tank leer ist. Ja, klar. Scheiße, wir haben voll getankt. Ich hau's aber immer wieder aus dem Stier raus. So eine Scheiße. Fängt das schon Schimpfen an hier. Halt! Nix! Ach so, ja, da fall ich einfach richtig runter oder was? Ja. Kacke! Kacke! Auf zu meckern! Ja. So eine Scheiße! In dem Moment jetzt vielleicht doch eher aufstehen, wenn man schon so weit gekommen ist. Aufstehen? Dann nicht mehr in der Hocke bleiben, sondern mal versuchen aufzustehen, das kann die Lösung sein. Okay. Oh. Los! Ja! Oh. Das ist schön. Ja. Alles hoch! Alles gut, weitermachen! 20 Grad, denke ich. Wieso komm ich denn hoch? Ja. Was versuch's. Falsch, wenn ich da oben bin. Versuch's halt weiter. Das ist weiter vorne, ne? Ist weiter vorne. Das sieht so aus zumindest. Muss man einfach probieren, ein paar Mal. Ja, das kann sehr gut. Und Herr Illert, wie geht's so? Ohne. Ja. Kommentierst das nochmal ein bisschen für deine. Ja, bitte. Ich fühle mich wohl. Ja? Wir machen richtig mehr. Du siehst tiefenentspannt hier aus. Voll die Scheiße. Du liegst auf Tiefen, ne? Hast es? So, wo ist die Leine? Rechts. Da hinten. Bist du gleich da? Komm zu dir. Alles gut. Okay? Ja. Los. Ja! Viel besser! Los! Los! Scheiße, weh. Ist halt auch die Kälte, ne? Weil es sich warm macht und dann diese Belastung. Wir ziehen dich sowieso an der Lasten noch nicht. Erstmal gucken. Jetzt bist du erstmal safe. Meinst du, du kriegst einen Fuß auf eine Leiter, auf die Leiter? Auf welche Leiter meinst du? Badeplatte. Ja, das krieg ich hin. Ja, auf den Machen auch. So, liebe Freunde, das war ein kurzes Vergnügen. Das war der Sportvlog für heute. Ich habe mich beim Wasserski tierisch verletzt, hat irgendwas, Muskelfaserrisse im Oberschenkel, irgend so eine Scheiße. Irgendwas muss ihn gebissen haben, so eine Seealge oder sowas. Alter, es geht gar nichts mehr. Nächste Sportblocks fahren für die nächsten 14 Jahre aus. Cheerio, Miss Sophie. Ciao, macht's gut. Wasserski ist nichts für mich. Kleiner Nachtrag zum Sportvlog. Pujan ist jetzt auch im Wasser und versucht zu fahren. Wo ist er denn? Da. Hallo Pujan! Servus! Mal gucken, wie es wird. Wenn er beim ersten Mal hochkommt, dann muss ich mich leider umbringen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er es nicht schafft. Okay, das ist Loin, fängt jetzt an. Los! Achtung! Ha ha ha!
Und? Ich bin Herr über meinen Körper. Ja, ja, man hat es gemerkt. Auf jeden Fall. So wie aus einer anderen Zeit. Ja, Pujan, wie sagst du jetzt zum Wasserskifahren? Hat's geklappt, hä? Oh, einmal einen richtigen Steuermann, wirklich. Das also ist eine Katastrophe, ehrlich. Ach, kriegst du ja wirklich alles hin. Wenn man mit Profis arbeiten würde, könntest du auch fahren, ne? Das ist wie im Bus, wenn du hinten gemütlich sitzen willst, dann brauchst du vorne ordentlich einen Fahrrad. Ja, genau.